Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Märklin das 2019er Insider-Modell aus. Ja. Mal schauen, wie wir das hier aufkriegen. Wir haben das zum Glück irgendwie noch über eBay erhalten können. Ja, das macht uns sehr froh, weil es sehr, sehr gut zu unserem Anlagenthema passt, T-Lock. Es handelt sich nämlich bei dem 2019er Inside-Am-Modell um die V320-001. Eine große, starke, schwere Diesel-Lok, die, ja, so ähnliches wie die Baureihe 218, halt nur länger, größer, voluminöser und ja. Bestimmt gibt es da noch andere, aber grob gesagt ist es eigentlich eine größere 218. So, die haben wir jetzt halt gebraucht erstattet. Bin mal sehr, sehr gespannt drauf. So, hier steht Insider Club. Ist auf jeden Fall unsere erste Insider Modell. Hier vom 160-Jahr-Feier von Märklin. Das ist dieses wunderschöne Teil hier. MFX natürlich. Kann auch DCC mit Sound, allem drum und dran. Ja. So. Dann mal reinschauen. Wird auf jeden Fall ein Modell sein mit von uns jetzt halt mit den meisten Funktionen. So. Da macht sich schon die Zusatzteile vom Acker. So, das sind noch Zusatzteile. So. Schön, alles aus Metall hier. So. Da ist das große, schwere Teil. Ist auf jeden Fall sehr voluminös. Ja, ich hörte auch, dass hier sich die Lüfter drehen und alles. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Ja, zuerst hieß die ja V320-001, später dann
wurde sie Baureihe 232001 genannt. Ja. Ja, sie passt, obwohl sie eine Solitär ist, wunderbar in unser Anlagenthema. Ja. Die V320 wurde im Eigenregime von der Firma Henschel, glaube ich, denke ich jetzt mal. Also, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Henschel gebaut und 1962 dann der DB zur Verfügung gestellt. Ja. Kupplungsschacht hat sie auf jeden Fall, das ist sehr wichtig für uns gewesen. Und ja, die Funktion, sie hat wundervoll viele Funktionen. Auch wenn es jetzt ein Märklin-Lok ist, kann man dann alle abrufen. Das ist wunderschön. Und ja, fahren, Fahrvideo und alle Funktionen vorstellen, gibt es dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann, ja, geht's wieder zu den nächsten Videos. Ciao.